Jetzt kommt Thomas Franke und erzählt uns, wieso uns der Klimaschutz eigentlich so schwer fällt und ob die Lösung für dieses Problem vielleicht in unsere Hosentasche. Vielen Dank. Ja, dann schalte ich mal auf Folien um. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Ja, okay, guten Abend. Ich freue mich total, heute Abend hier sein zu dürfen, wobei das ja schon eine spannende Frage ist, wo hier eigentlich ist. Bei mir ist hier bei uns im Wohnzimmer. Ja, und ich denke, wir können starten. Mein Name ist Thomas Franke und ich forsche für eine nachhaltige digitale Gesellschaft. Zumindest möchte ich das gern tun. Ein bisschen persönliche Vorstellung vorab. Vor 36 Jahren in der sehenswerten Welterbestadt Freiberg im Erzgebirge geboren. Eine Silberstadt mit super spannender Wissenschafts- und Technikgeschichte, also ein bisschen Lokalmarketing. Und das ist für uns heute besonders spannend, der Ort, wo unser modernes Konzept der Nachhaltigkeit 1713 von Hans-Karl von Carlowitz erfunden und niedergeschrieben wurde. Dann durch das Zitat 50% der Wirtschaft sind Psychologie, bin ich 2003 in Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz, gelandet und habe dort an der TU Chemnitz ab 2008 zum Thema Elektromobilität und Ressourcenregulation geforscht. Also, warum haben Menschen keine Reichweitenangst? Und bin dann nach einer kurzen Station in England 2016 als Prof an die Uni Lübeck gekommen. Ja. Und habe dann schließlich nach einem Ruf an die RWTH Aachen vor 2,5 Jahren begonnen, eine Arbeitsgruppe im Bereich Ingenieurpsychologie aufzubauen, also ein Psychologieprof an einem Medieninformatikinstitut. Ein bisschen eine spezielle Kombi, aber auf jeden Fall erfrischend. Gut, als Arbeitsgruppe im Schnittbereich von Informatik, Design und Psychologie verfolgen wir im Wesentlichen drei Forschungslinien mit Fokus auf das Thema nachhaltige digitale Ressourcenregulation im Zentrum. Und wir sagen, letztendlich muss der Mensch doch zwei Klassen von Ressourcen in Balance bringen. Erstens seine internen Ressourcen, also psychisch und physisch, und zweitens die externen Ressourcen, die er bzw. sie nutzt. Um diese Dynamik genauer zu verstehen, begeben wir uns jeweils direkt ins Leben in angewandte Kontexte wie Carsharing, Elektromobilität, Schifffahrt oder auch Human Energy und Fitness Tracking. Und wir entwickeln auch die entsprechenden Forschungstools oder entwickeln sie weiter, ob es jetzt unser Energieeffizienz-Fahrsimulator basierend auf BeamNG ist oder unsere Methodenentwicklung zur Erfassung von Technikaffinität. Ja, und wir stellen uns eigentlich mehr oder weniger immer dieselben zwei Leitfragen, nämlich erstens, was sind die zentralen Herausforderungen für die menschliche Ressourcenregulation in diesen neuen oder auch nicht so neuen digitalisierten Lebenskontexten oder Umwelten? Und zweitens, wie kann man Menschen in diesem jeweiligen Kontext durch das Systemdesign optimal bei der Ressourcenregulation unterstützen? Und wenn man sich jetzt einen genaueren Überblick darüber verschaffen möchte, was wir so in der Forschung treiben und publizieren oder überhaupt machen, dann muss man gar nicht unbedingt in Google Scholar schauen, sondern man kann einfach einen Abend auf unserem YouTube-Kanal verbringen, wo man auch sehen kann, dass es im Kern eigentlich immer um eine zentrale Formel geht, nämlich Nachhaltigkeit gleich Mensch mal Technik. Ja, zum Beispiel kann man sich dort unsere Forschung zum Thema Energieeffizienzmetriken und Indikatoren für Elektroautos anschauen, wo wir zum Beispiel zeigen, dass die Metrik Kilowattstunden pro 100 Kilometer ziemlich blinde Flecken hat und wo der Punkt der effizientesten Beschleunigung tatsächlich ist. Oder man schaut sich das Video zum Thema gute Digitalisierung an, wo es unter anderem um die WhatsApp-Gruppe von Jan Böhmermann geht und um Katzenvideos und VR für Kühe. Zu dem letzten Video gibt es auch ein brandneues Paper im Wirtschaftsdienst Technology for the People mit der vielleicht ersten wissenschaftlichen Zitation der Show von Jan Böhmermann, zumindest in Kombination mit einer Abbildung eines Altars. Hier unten auch nochmal der Kurzlink, falls das jemand genauer interessiert. Kann man ja auch im Nachhinein nochmal nachschauen. Okay, heute möchte ich aber über ein besonderes Herzensthema sprechen, nämlich über das Thema Climate Crafting und die Frage, wie können wir Klimaschutz im Alltag durch digitale Tools so einfach wie möglich machen? Gut, also, wie könnte uns das gelingen? Klimaschutz für die Hosentasche. Das ist das nächste oder soll uns die nächsten, ja, ungefähr 20 bis 30 Minuten beschäftigen. Okay,
Und der Vortrag jetzt hat ein ganz besonderes Ziel, nämlich wir möchten als Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, mit Menschen in Kontakt kommen, die sich auch für diesen Dreiklang aus Digitalisierung, Psychologie und Klimaschutz begeistern. Also wir sind super gespannt auf Austausch, auf Impulse, Ideen, Inspiration. Das heißt also, alle Ideen und Gedanken, die euch heute während des Vortrags durch den Kopf gehen, bitte teilt sie mit uns. Ganz klassisch kann man uns über Mail erreichen, aber es geht auch via Twitter, at ClimateCrafting oder mit dem Hashtag ClimateCrafting. Und man kann mit uns auch über unseren Discord-Server Kontakt aufnehmen, aber dazu mehr später. Und natürlich gibt es auch ja zu diesem Vortrag, wie auch zu den Vorträgen davor, ein Pad. Und da ist der Link hier unten nochmal, aber den sieht man ja auch im Fahrplan. Gut, starten wir also mit der ersten Leitfrage. Klimaschutz. Wie dringend ist das eigentlich? Naja, ist ja erstmal klar, ne? Autofahren, Strom aus Kohle, Fleisch essen, im Netz surfen. Jeden Tag produzieren wir durch unsere Handlungen große Mengen CO2. Und ist das ein Problem? Naja, über 800.000 Jahre waren es immer zwischen 170 und 300 ppm, also Part per Million CO2 in der Luft. Also nie mehr als 300 ppm CO2. In den letzten 70 Jahren ist dieses CO2-Level in der Luft so schnell in die Höhe geschossen wie nie vorher. Am 16. Januar dieses Jahres waren es schon 413 ppm CO2 in der Luft. Und auch, wenn man sich anschaut, wie sich CO2 um die Erde bewegt, dann sehen wir, auch wir in Europa tragen eine besondere Verantwortung für diese Situation. Und man kann es relativ kompakt auf diesem schönen Graphen zusammenfassen. Je mehr CO2 wir in die Atmosphäre pusten, desto wärmer wird es. Also, die 6 wärmsten Jahre sind tatsächlich die 6 letzten Jahre. Und diese Wärmerekorde kann man auch bei uns in Schleswig-Holstein, wo ich herkomme oder jetzt wohne und lebe, sehen. Nämlich wo auch für die Stadt Schleswig ganz im Norden die allermeisten Wärmerekorde tatsächlich in den letzten 20 Jahren liegen. Und dadurch steigt jetzt nicht nur der Meeresspiegel, sondern es entstehen zum Beispiel auch in der Ostsee mehr giftige Blaualgen und Bakterien, also eine erste Herausforderung für die Tourismuswirtschaft. Und es gibt auch viel mehr Dürren, was sich ja schon heute gut aus dem Weltraum beobachten lässt. Hier zum Beispiel mal der farbliche Vergleich der 2 Weltraummissionen von Alexander Gerst. Sehr ähnliche Bilder von ihm aufgenommen, 2014 versus 2018. Also ein echtes Problem schon heute für die Landwirtschaft. Aber wir sind auf einem guten Weg, oder? Also Windkraft, Solarenergie, Elektroautos, LED-Lampen. Um das nochmal in eine Grafik zu packen, leider nein oder noch nicht. Leider sind wir immer noch sehr weit von der Lösung dieses Problems entfernt. Das heißt, wir müssen in den nächsten 10 Jahren eine gigantische Emissionswende vollziehen. Wir müssen also unsere CO2-Emissionen radikal reduzieren. Als Weltgemeinschaft, als Land, als einzelner Haushalt. Oder anders gesagt, wir haben ein krasses Umsetzungsproblem bei der CO2-Reduktion. Und machen wir uns nichts vor, das heißt letztendlich natürlich auch, jeder muss sein Verhalten ändern, zum Beispiel in Feldern wie Mobilität oder auch Ernährung. Und es sind am Ende ja auch nur 3 simple Schritte. Denn wir müssen ja eigentlich nur, erstens, jeder für sich eine Vorstellung unseres persönlichen CO2-Fußabdrucks entwickeln, also erstmal unseren persönlichen Ist-Zustand kennen und uns dann, zweitens, persönliche Ziele, also ein persönliches Budget setzen und dann, drittens, Maßnahmen ergreifen, um unsere gesetzten Ziele zu erreichen, also unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Also, wir brauchen eine aktive Selbstregulation unseres persönlichen CO2-Fußabdrucks durch unser Verhalten. Das sieht ja eigentlich erstmal super einfach aus, oder? 3 Schritte, fertig ist der Klimaschutz. Die Frage ist also, warum bekommen wir diese kybernetische Schleife nicht zum Laufen? Wir müssen also die Frage klären, warum ist Klimaschutz für uns Menschen eigentlich so schwierig? Und ich denke, die Schlüsselfrage ist, wie gehen wir als Menschen eigentlich mit kostbaren Ressourcen um? Denn wir tun es jede Sekunde. Wir atmen ein, wir atmen aus und regulieren damit unseren Sauerstoffgehalt im Blut. Auf jeden Fall eine wichtige Ressource. Wir bewegen uns und nutzen dafür die Kraft aus unseren Muskeln. Wir versuchen unsere Fitness zu verbessern und nutzen dafür einen Fitness-Tracker. Wir warten auf den Bus, wünschen uns Mobilität, nutzen die Zeit, um noch kurz unsere Nachrichten zu checken. Wir sehen also, jede Sekunde unseres Lebens ist Ressourcenregulation. Und egal ob Geld, Zeit, Schokolade oder Strom, für alle Ressourcen gilt das gleiche psychologische Prinzip. Wir gewinnen lieber, als dass wir verlieren. Klar. Spannend aber, wir sind dabei nicht komplett rational. Zum Beispiel schmerzen uns Verluste etwa doppelt so stark, wie Gewinne uns Freude bereiten. Also gleicher Größe Gewinne und Verluste. Das sagt uns die Prospect Theory.
Und wenn jemand die Prospect Theory noch nicht kennt, dann kann ich nur sehr empfehlen, das nachzuholen. Und dazu habe ich auch einen Videotipp hier mit auf die Folie gepackt. Ein Erklärvideo, was Studierende von mir aus dem Kurs Motivationspsychologie im Studiengang Medieninformatik an der Uni Lübeck entwickelt haben. Das ist recht unterhaltsam. Deswegen hier der YouTube-Link und dann auch noch der Kurzlink drunter, also hcd.digital/Prospect-Theory-Video. Groß, klein ist egal. Okay, also weiter im Skript. Die psychologische Verhaltensökonomik kann uns also helfen, die menschliche Ressourcenregulation zu strukturieren. Und besonders spannend, wir können unser Leben ja nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Also, wir entscheiden nach Expected, also erwarteten Utility, und der langfristige Experienced Utility ist dann vielleicht ganz anders. Es ist für uns also schwer, Ressourcenregulation auf den tatsächlich erlebten Langzeitnutzen auszurichten, also den Long-Term Net Experienced Utility. Gerade beim Thema intertemporales Entscheiden, also ein Marshmallow jetzt oder zwei Marshmallows in 10 Minuten, ne, der Marshmallow-Test, ist das für uns wirklich schwer, auch für uns Erwachsene. Und besonders schwer wird es, wenn wir es mit geteilten Ressourcen zu tun haben. Es ist für uns Menschen also super schwer, Ressourcenregulation auf den kollektiven Langzeitnutzen auszurichten. Und das zeigt sich besonders illustriert beim Umgang mit einer geteilten Ressource, die für unser Leben ziemlich zentral ist, nämlich der Bewahrung unserer Welt, wie wir sie heute kennen. Das ist letztendlich die Tragedy of the Commons. Und ganz egoistisch wünsche ich mir persönlich zumindest, dass meine drei Kinder, die heute 10, 13 und 16 Jahre sind, in 50 Jahren einen gleichwertigen Zugriff auf Umweltressourcen in allen Bedürfnisfeldern haben, wie wir ihn heute haben. Und es gibt noch ein drittes Problem. Oft wissen wir ja sogar, was richtig ist. Aber wir haben einfach nicht die Kraft, das Richtige zu tun. Es fehlen uns also wiederum andere Energieressourcen. Und hier komme ich zu dieser zweiten Forschungslinie, denn die Frage ist ja also ganz entscheidend, wie können wir die Energie aufbringen, unser Verhalten nachhaltig zu ändern? Also wie können wir unser Verhalten im Angesicht großer Herausforderungen energetisieren und dabei auch gut auf unsere Kraftreserven aufpassen? Oder anders gesagt, wie können wir das Klima schützen, ohne dabei verrückt zu werden? Human Energy ist also ein ganz zentraler Faktor, wenn wir nachhaltige Ressourcenregulation unterstützen wollen. Okay, gut. Was können wir also aus der Psychologie der Ressourcenregulation konkret für den Klimaschutz lernen? Naja, erstmal können wir festhalten, wir können relativ gut mit Geld und Zeit umgehen, aber nicht so gut mit CO2. Aber warum ist das eigentlich so? Naja, was haben Geld, Zeit und CO2 eigentlich gemeinsam? Das sind auch alles Ressourcen. Und für alle Ressourcen gelten die gleichen Gesetze der Verhaltensökonomik. Das wissen wir ja schon. Okay, und was unterscheidet Geld, Zeit und CO2? Das sind zwei Sachen: Bildung und Messbarkeit. Für viele Ressourcen haben wir nämlich ziemlich früh im Leben gelernt, ihren Wert zu schätzen und halbwegs ökonomische Entscheidungen zu treffen. Süßigkeiten und Zeit gehören auf jeden Fall mal dazu. CO2 eher nicht. Es fehlt uns also der lebenslange Bildungsprozess im Umgang mit CO2. Wir könnten also auch sagen, wir sind alle Klima-Analphabeten. Zweitens, bestimmte Ressourcen können wir direkt messen oder wir haben zumindest sehr gute Tools entwickelt. Für CO2 haben wir das eher noch nicht. Also, uns fehlt ein einfaches Tracking-Tool für den Umgang mit CO2. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, für Zeit und Geld hatten wir jetzt ja auch einige Jahrhunderte Zeit, um tolle Tools zu entwickeln und haben alle einen langen Lernprozess durchlaufen, jeder für sich. Und wir treffen immer noch ziemlich miese Entscheidungen, zumindest manchmal. Tja, wie soll uns das dann für CO2 gelingen? Und wie sollen wir diesen Lernprozess innerhalb der nächsten 10 Jahre schaffen? Oder vielleicht sogar noch kürzer, weil wir müssen das Ganze ja auch noch das Gelernte umsetzen. Ja, das haben wir uns auch gefragt und haben daher als Arbeitsgruppe im Bereich von Psychologie und Medieninformatik beschlossen, uns dieser Herausforderung noch stärker zu widmen, als wir das bisher schon tun. Und haben daher gemeinsam mit der EKSH, das ist die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein, also der zentrale Akteur im Bereich Klimaschutzbildung in unserem Bundesland hier, haben wir eine Idee, letztendlich von der morgendlichen Fahrradtour zur Arbeit zu einer Initiative und einem ersten konkreten Projekt entwickelt und haben uns gesagt, adressieren wir doch mal ganz konkret diese beiden Herausforderungen, Bildung und Messbarkeit, und überlegen, was könnte man denn aus Sicht von Psychologie und Medieninformatik tun, um diesen Klima-Analphabetismus zu überwinden? Also,
Was könnte man tun, um zentrale Fragen und Herausforderungen für Nutzer und Nutzerinnen im Kontext des individuellen, alltäglichen Klimaschutzverhaltens zu beantworten? Wie zum Beispiel, was produziert denn eigentlich wie viel CO2? Oder auch, was kann ich tun? Welche Tools kann ich nutzen? Wie kann ich mich und andere motivieren? Wir möchten also gern gemeinsam mit weiteren Mitstreitern und im Austausch mit ähnlichen Initiativen einen kleinen Beitrag leisten zu einem allgemeinen Climate Crafting Toolkit. Also Werkzeuge und How-to-Wissen, das allen Akteuren im Bereich Klimaschutz dabei helfen könnte und sollte, Klimaschutz durch Digitalisierung so einfach wie möglich zu machen. Die Frage ist also so ein bisschen, was können wir von den heute ja teilweise unglaublich gut funktionierenden digitalen Systemen lernen, nach denen wir ja teilweise geradezu süchtig sind? Und was können wir von diesen Tools auf das Thema Klimaschutz übertragen? Also zum Beispiel Mechanismen wie Nudging, Gamification, Bedürfnisorientierung. Also wie können wir quasi am Ende ein Alphabetisierungsökosystem entwickeln, das in der Nutzung wirklich Spaß macht? Und einen Aspekt möchte ich kurz nochmal herausarbeiten. Denn es geht ja letztendlich ja nicht darum, Menschen zu manipulieren, oder es darf auch niemals darum gehen, sondern es geht darum, Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit durch entsprechende Tools zu empowern. Das heißt also, ganz besonders, Menschen so aufzuklären, dass sie tatsächlich souverän handeln können und selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Aufgeklärte Entscheidungen. Also Entscheidungen basierend auf einem akkuraten mentalen Modell, einem akkuraten mentalen Modell der dynamischen Beziehung zwischen Verhalten und CO2-Emissionen. Und hier haben wir schon wieder ein weiteres sehr spannendes und zentrales psychologisches Konstrukt, mentale Modelle. Ein Konstrukt, das überall dort eine Rolle spielt, wo wir es als Menschen mit komplexen und dynamischen Systemen zu tun haben, also in einer ganzen Menge von Alltagskontexten. Und deswegen hier auch wieder für danach, weil es so ein spannendes Konstrukt ist, eine Videoempfehlung von unserem YouTube-Kanal, ebenso ein Video von Studierenden der Medieninformatik, diesmal aus dem Kurs Ingenieurpsychologie. Genau, auf jeden Fall auch ein unterhaltsames Video mit vielen Mundgeräuschen. Gut, wir brauchen also Tools, die unsere mentalen Modelle der Kausalbeziehungen zwischen Verhalten und CO2 verbessern. So ein Tool könnte und würde also Ordnung in diese unglaublich vielen Fakten und Informationen bringen und wäre damit quasi ein digitaler Begleiter, ein Companion, der uns ein Gerüst geben kann, um unser Wissen als mentales Modell aufzubauen. Also eine Companion-App für den Klimaschutz zum Beispiel. So, spannende Frage natürlich. Worauf kommt es denn hier bei der Gestaltung an? Wie müsste quasi die ideale Climate Crafting App aussehen? Das haben wir uns mal in der allerersten Studie angeschaut oder versucht, uns dem vorsichtig zu nähern, wo wir rund 250 junge Teilnehmerinnen, im Schnitt 23 Jahre alt und die allermeisten Studierende, danach gefragt haben, wie sie bisher mit CO2 umgehen. Und wir haben gesehen, 75% fragen sich mindestens einmal pro Woche, wie viel CO2 bestimmte Produkte und Handlungen verursachen. Aufpassen, das ist keine zwingend repräsentative Stichprobe. Das ist sozusagen letztendlich Convenience Sampling, also die Leute konnten frei entscheiden, teilzunehmen. Und wir sehen, es gibt ziemlich viele Fragen, auch in ziemlich vielen Bereichen, beim Einkaufen, beim Kochen, im Bereich Mobilität. Und spannend auch, nahezu alle Teilnehmenden interessieren sich für den eigenen CO2-Fußabdruck und wollen mehr darüber erfahren. Und viele, 87%, wünschen sich auch eine App zum Tracking. Aber die Realität sieht am Ende doch noch anders aus. Denn 74% geben an, dass sie ihren Fußabdruck bisher nicht präzise einschätzen können. Und scheinbar fehlt es irgendwie auch noch an passenden Apps, denn die allermeisten haben bisher noch gar keine App im Bereich Nachhaltigkeit in der Nutzung. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die App, die am häufigsten genannt wurde, CoCheck, die zumindest Funktionen in dieser Richtung beinhaltet. Okay, also was macht die ideale App aus? Was sind so ein bisschen Learnings, die wir uns mitgenommen haben aus der Befragung? Zum einen hat sich in der Befragung gezeigt, in welchen Kontexten es bei jungen Menschen besonders viele Fragen gibt. Das sind besonders viele Aspekte im Bereich Konsum, aber zum Beispiel auch Mobilität. Dazu komme ich gleich. Zum anderen haben wir gelernt, es kommt eigentlich auf zwei wesentliche Funktionalitäten an. Nämlich erstmal ist es von zentraler Wichtigkeit, dass Handlungsalternativen leicht und schnell verglichen werden können und dass alle benötigten Informationen an einem Ort integriert sind. Jetzt können wir sagen, okay, soweit nichts Neues, aber trotzdem erstmal wichtig, das nochmal hier festzuhalten. Nehmen wir uns doch mal einen Beispielkontext vor, zum Beispiel den Kontext Mobilität. Wie könnte hier also eine Lösung aussehen? Also, wie können wir unsere mobilitätsbezogenen CO2-Fußabdruck tracken und verringern?
Das wäre doch mal eine konkrete Challenge. Also eine erste Climate Crafting Challenge. Und das Schöne ist ja, der Link zwischen Verhalten und CO2 ist bei Mobilität ja erstmal super einfach. Denn wenn ich mich nicht bewege und nicht das Haus verlasse, kann auch kein mobilitätsbezogenes CO2 entstehen. Daher ist Stay at Home ja zumindest aktuell erstmal eine super kurzfristige Maßnahme, um CO2 einzusparen. Aber sobald ich dann doch mal wieder das Haus verlasse, kommt es halt darauf an, welches Verkehrsmittel ich nutze. Und jetzt brauchen wir das Expertenwissen der Ökobilanzierer. Also, was ist eigentlich der ökologische Fußabdruck pro Kilometer für verschiedene Mobilitätsoptionen? Das kann doch bestimmt das Umweltbundesamt beantworten. Na klar, dort kann man zum Beispiel die Emissionsdaten zum Beispiel in dieser schicken Tabelle abrufen. Und wir sehen, 3,4 Kilometer mit dem Auto, das sind 500 Gramm CO2. 3,4 Kilometer mit dem Bus, das sind 272 Gramm CO2. Und mit dem Nahverkehrszug sind es 194 Gramm CO2. Wobei sehr aufmerksame und sehr schnelle Leser vielleicht schon gesehen haben oder Leute, die Tabelle schon kannten, dass ich einen ersten Rechenfehler hier drin habe. Denn diese Tabelle hier oben geht von 1,5 Personen im Auto aus. Ich war aber alleine. Und der Zug fährt doch auch ohne mich, oder? Also, wie kann das jetzt sein, dass, ne? Also, wenn wir jetzt mal diese Detailfragen der Ökobilanzen kurz hin anstellen, dann könnten wir also erstmal zumindest fragen, wie könnte so eine App aussehen, die Zugriff auf diese CO2-Daten von verschiedenen Verkehrsmitteln hat? Naja, es könnte ja so beginnen. Darf ich Ihre Mobilität auf Ihrem Gerät tracken? Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und dann könnte die Frage kommen, okay, welches Wochenbudget willst du dir setzen? Also ein bisschen analog zu den Schritten bei einem Fitness-Tracker. Und dann, oh, ich habe gerade eine Strecke von 3,4 Kilometern aufgezeichnet. Wie warst du unterwegs? Ah, mit dem Auto. Das war mit dem Durchschnittsverbrauch deines Fahrzeugs, was du angegeben hast, 640 Gramm CO2. Und damit schon 8% des selbstgesetzten Wochenbudgets. Und im Rückblick könnte ich dann meine Aktivitäts- und CO2-Übersicht verfolgen. Und die App könnte mir ja auch Wochenchallenges stellen. Zum Beispiel nächste Woche 10% weniger CO2 durch eine smarte Einkaufsplanung. Und so könnte es vielleicht noch viele weitere Funktionalitäten in dieser App geben. Da sind wir auch sehr, sehr gespannt auf weitere Ideen, was euch da so einfällt. Und das war übrigens ein Ausschnitt aus der aktuellen Masterarbeit von Kim Fahlbusch im Studiengang Medieninformatik, auch in Zusammenarbeit mit unserem Hiwi Jakob Merlin. Gut, also. So ein Fitness-Tracker für CO2 könnte möglicherweise die aktive Selbstregulation zur CO2-Reduktion vereinfachen. Und das war's eigentlich schon für heute. Denn heute wollte ich euch im Wesentlichen zeigen, wie spannend es ist, wenn wir Digitalisierung, Psychologie und Klimaschutz Hand in Hand denken und die Frage adressieren, wie können wir Klimaschutz im Alltag durch digitale Tools so einfach wie möglich machen? Und wenn jetzt jemand Lust bekommen hat auf dieses Thema, dann habe ich eine gute Nachricht, denn zentraler Bestandteil unseres aktuellen Forschungsprojekts ist ein Ideenwettbewerb unter Schirmherrschaft unseres Ministers für Digitales und Klimaschutz in Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, den wir alle aus der DSGVO kennen, also als einer der Väter der DSGVO. Und hier werden wir auch ein Abschlussevent gemeinsam mit ihm haben, mit einer Preisverleihung am 1. Juli 2020, auch das digital. Und hier wollen wir dann gemeinsam in dem Ideenwettbewerb und auch in dem Abschlussevent mit den Teilnehmenden digitale Lösungen denken und diskutieren, die Klimaschutz so einfach wie möglich machen. Und alle Infos dazu wird es zeitnah auf unserer Website geben, www.climatecrafting.org, also climate-crafting.org. Heute würde ich aber sehr gern in den letzten Minuten noch gemeinsam mit euch den ersten Schritt starten. Denn wir sind auf der Suche nach Climate Crafting Challenges. Also, was sind eure Climate Crafting Challenges? Was meinen wir damit? Ich meine damit sowas wie Probleme, Fragen, Themen, sozusagen Sachen, die man adressieren könnte. Sachen, die, wo man sagt, das müsste doch mal jemand lösen und vielleicht gibt es da ja sogar auch eine Lösung. Heute habe ich ja zum Beispiel im Kontext Mobilität eine Climate Crafting Challenge gezeigt und auch so eine grobe Lösungsidee skizziert. Also die Frage, wie können wir unseren mobilitätsbezogenen CO2-Fußabdruck tracken und verringern? Das war die Challenge, die ich jetzt vorgestellt hätte. Aber sicher gibt es noch viele weitere Fragen, bei denen Leute sagen können, okay, hier müsste man doch mal Ideen und Lösungen entwickeln, um Alltagsfragen im Bereich Klimaschutz zu klären oder andere Aspekte zu adressieren. Also egal, ob es jetzt der Bereich Heizen ist oder Reisen oder Kleidung oder Ernährung oder was ganz anderes. Also, wir sind gespannt, was eure Herausforderungen sind oder Herausforderungen, die ihr aus eurer Sicht seht. Und vielleicht habt ihr auch schon eine erste grobe Idee, in welche Richtung die Lösung gehen können. Würde
gern sehen, ob die Lösung funktioniert oder was andere dazu sagen. Ja, denn wer weiß, vielleicht findet sich ja auch eine Lösung für diese Challenge, die man gemeinsam entwickeln kann. Also, wir freuen uns sehr darauf zu erfahren, welche Challenges und Ideen euch bewegen. Und zur Vorbereitung auf diesen Ideenweb möchten wir daher sehr gern mit euch solche Challenges und Ideen sammeln. Dafür haben wir im Wesentlichen zwei Kanäle offen. Das ist einmal unser Discord-Channel, hier nochmal als Kurzlink dazu, und die E-Mail-Adresse team@climate-crafting.org. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr uns unterstützt und alle Challenges, die euch so spontan nach diesem Talk einfallen, mit uns teilt. Wir werden dann diese Challenges bündeln und in den Ideenwettbewerb einbringen. Deswegen die Gelegenheit, das ab heute und bis zum 15. April, also relativ zeitnah und knapp, aber muss ja auch nicht zu lang nachdenken, das können auch ruhig rohe Gedanken sein, das einzubringen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und das war's von mir. Vielen Dank. Ja, das mache ich natürlich gerne. So. Ja, danke schön, Thomas. Ich gehe mal davon aus, dass man mich hier sieht. Linke mal in die Kamera. Und wir gehen gleich zu den Fragen. Wir haben relativ viel Zeit und können uns da relativ lang drauf Schön. herumturnen. Moment mal, so, gleich die erste Frage. Warum wird erwartet, dass die Klimakrise durch individuelles Verhalten gelöst wird, während im bestehenden System Anreize für schädliches, nicht nachhaltiges Verhalten gesetzt werden und dieses somit verhaltensökonomisch günstiger Absolut, das ist? ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich weniger das Entweder-Oder sehe, sondern ich denke, es kommt auch darauf an. Egal, welche Anreize gesetzt werden, geht es auch darum, dass wir unser Verhalten also ich meine, letztendlich müssen wir es ändern. Es ist schön, wenn wir noch externe Anreize bekommen, CO2-Steuer und viele andere regulatorische Anreize sind da super wichtig. Aber ich glaube, es gibt auch heute schon Sachen, die wir tun können, ohne zumindest große Schmerzen in unserer Ressourcenregulation zu haben. Und letztendlich ist ja die Frage bei mir auch gar nicht so sehr Verhalten ändern, sondern auch ganz stark dieser Punkt, uns überhaupt erstmal aufzuklären. Also ich weiß nicht, wer seinen CO2-Fußabdruck weiß oder wer weiß, was eigentlich sozusagen Zielstellung wäre, was sozusagen, was kann ich eigentlich am Tag CO2 ausstoßen? Die Zielstellung ist ungefähr 2,7 Kilogramm pro Tag. Das ist also echt wenig. Wenn man beim Umweltbundesamt auf den Seiten surft und sich das dort anguckt. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber für mich eher ein riesengroßer Baustein. Ich gucke mir hier oder wir gucken uns hier quasi einen ergänzenden Aspekt an. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Wir werden es gleich merken. Er wird im Pad noch was dazuschreiben. Da gehen wir gleich zur nächsten Frage, die ist nämlich, passt da schön drauf. Ist der wirkliche Klimakiller nicht die Industrie? Ja, klar. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, natürlich könnten wir sagen, oh, wir in Deutschland und wir in Europa sind ja lange nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel China, oder USA, oder auch wir als Bürger sind ja lange nicht so schlimm wie die Industrie. Natürlich, da ist ganz, ganz viel nachzuholen. Ich meine, gerade wenn man, gut, ich will jetzt eigentlich kein Beispiel nennen, weil letztendlich ist das auch nicht mein absolutes Fachgebiet, welcher Industriezweig jetzt wie viel CO2 ausstößt. Aber letztendlich gibt es eben auch noch einen großen Teil und das ist unser tagtägliches Verhalten. Und ich glaube, dafür können wir einfach Verantwortung übernehmen. Sozusagen weniger sagen, warum sollte mich ich ändern, wenn die anderen sich nicht ändern, sondern wenn wir alle, letztendlich muss sich ja jeder bewegen. Ne? Sozusagen jetzt, ich muss jeder seinen Beitrag leisten, auch wenn sich unser Beitrag vielleicht klein einfühlt. Ne? Also sozusagen, was kann ich persönlich schon am Klimaschutz ändern? Denken so viele Menschen, wie es Menschen auf der Welt gibt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dort anzusetzen und vielleicht ist es einfach auch was für unser eigenes Wohlbefinden uns selber gut tun kann, wenn wir sagen, okay, also zumindest ich habe mir nichts vorzuwerfen oder da würde ich gar nicht mal so sehr auf diese Avoidance gehen, sondern ich kann quasi oder ich fühle mich gut, weil ich tu was dafür. Und natürlich macht es auch absolut Sinn, Einfluss zu nehmen. Und da gibt es ja auch viele gute Initiativen, Einfluss zu nehmen auf Investitionsentscheidungen von Firmen, auf Ausbauentscheidungen, auf politische Prozesse. Ich glaube, letztendlich müssen wir in allen Bereichen ansetzen und der Bereich, den ich hier zeige, ist quasi ein kleiner Baustein.
Das wollte ich dann auch gerade einwerfen, dass die Industrie am Ende das erzeugt, was wir kaufen. Wenn wir es nicht mehr kaufen, erzeugt es Ja. nicht mehr. Aber das ist ein komplexerer Weg. Da gibt es eine Frage zur Methodik. Studierende befragen in der Uni ist natürlich einfach und üblich. Ja, haben wir auch mal gemacht. Gibt es Konzepte, mit denen man an bildungsfernere Menschen rankommt? Da ist Aufklärung deutlich Oh ja, schwieriger. vielen Dank für die Frage. Absolut. Erstmal ist der Anspruch, den wir uns hier natürlich stellen, absolut. Es ist ganz wichtig, also nicht nur, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen vielleicht mehr oder weniger gut mit verschiedenen Bildungswege zu erreichen sind, aber auch der Punkt, dass natürlich es ja auch verschiedene Einstellungen zum Thema Klimaschutz gibt. Letztendlich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Diversität von Menschen hier in einbezieht und letztendlich auch inklusiven Klimaschutz betrachtet oder versucht voranzutreiben. Es ist eine ganz wichtige Herausforderung ist, dass wir keine Reaktanz möglicherweise, also möglichst keine Reaktanz erzeugen, dass wir also Leute dort abholen, wo sie stehen und mitnehmen. Jetzt war die Frage aber ja vielleicht doch spezifischer auf dieses Bildungsthema gemeint und stieg auch so ein bisschen mit dem, worauf konzentrieren wir uns? Ich würde vielleicht mal so ein bisschen dieses Innovation auf Diffusion, die Fusion auf Innovation Model von Rogers nehmen. Wir sind jetzt auf jeden Fall, die Menschen, die wir als erstes erreichen können, sind die Early Innovators oder auch die Early Adopters. Und von denen können wir uns langsam fortbewegen zu weiteren Schichten. Und das zeigt auch, warum die Handlungsnotwendigkeit noch viel dringender ist, weil wir einfach diesen Diffusionsprozess durch die Gesellschaft bedenken müssen. Ich meine, das ist ja auch ein wunderschönes Beispiel. Vor 10 Jahren, ja, rund 10 Jahren habe ich angefangen mit dieser Forschung oder durfte in das Bereich, in den Bereich Elektromobilität reinschauen. Wir haben damals mit BMW zusammen und Vattenfall und verschiedenen weiteren Forschungspartnern in Berlin, das war 2008, 2009 tatsächlich, ein Feldversuch aufgebaut, wo wir sozusagen wirkliche Early Adopters mit Elektroautos durch die Gegend fahren lassen haben und untersucht haben, okay, haben die jetzt Reichweitenangst, was sind eigentlich die wesentlichen Probleme und worauf ich hinaus will, zu der Zeit konnte sich keiner so richtig vorstellen, dass Elektroautos jetzt wirklich überall kommen. Und über 10 Jahre sind wir langsam in der Situation, wo viel mehr Menschen sich vorstellen können, dass Elektroautos tatsächlich ihr nächstes Fahrzeug sind. Und ich glaube, so ist es einfach ein Diffusionsprozess. Aber ich sehe auch ein, dass wir vielleicht nicht die Zeit haben, auf diesen Diffusionsprozess zu warten. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch dem widmen, wie wir verschiedene Gruppen in der Bevölkerung erreichen. Und ja, wir machen es uns natürlich erstmal einfach, indem wir dort starten, wo wir gut was bewirken können. Aber das andere darf nicht hinten anstehen. Absolut. Ja, ne, es ist, dazu kommt ja noch, dass derartige Entwicklungen oder Bewegungen sich in Gesellschaften ja nicht linear entwickeln, sondern da gibt es immer so Losbrechmomente und Schwappwellen und dann kommt das hoch und dann schwappt das wieder hin und her. Da geht es vielleicht auch darum, vielleicht wird es diese Krise, die wir jetzt haben, auch so einen Losbrechmoment auslösen. Mal schauen. Da kommt dann schon die nächste Frage da hinein. Der CO2-Verbrauch muss für uns als Verbraucher erfahrbar, es wird immer messbar sein. Ist das nicht ein Problem, dass wir das eigentlich gar nicht wissen oder auch nicht messen können? Meine, wo kriege ich denn die Info her? Das mit dem Autofahren war noch relativ einfach. Okay, genau, nehmen wir uns mal einen komplexeren Bereich, weil also da stecken verschiedene super spannende Themen drin in der Frage. Das erste ist natürlich wirklich, wir haben ja bestimmte Ressourcen, die können wir physisch erfahren. Ne, zum Beispiel Wärme und Kälte. Das ist was ich direkt mit Sensoren auf meiner Haut. Ich habe quasi Sensoren, die dafür gemacht sind. Oder auch die Qualität der Luft kann ich wahrnehmen oder und so weiter. Ne? Also es gibt Ressourcen, die ich direkt erfahren kann. Und andere Ressourcen wie CO2 sind unglaublich abstrakt. Ne? Die kann ich nicht mal anfassen. Ich habe auch keine Möglichkeit, die selber sensorisch mitzubekommen. Das heißt, wir sind hier tatsächlich in einer relativ schwierigen Lage. Da könnte ich jetzt relativ lange darüber reden, das ist vielleicht aber gar nicht so spannend. Ich komme jetzt auf diesen konkretes Beispiel, nämlich das Thema Nahrung. Ja, weil klar, in unserer Nahrung steckt extrem viel CO2. Wobei es natürlich nicht so ist wie beim Autofahren, dass ich in dem Moment, wo ich das Auto fahre und auf das Gaspedal drücke, in dem Moment quasi in meinem Motor zum Beispiel Benzin verbrannt wird und dann aus meinem Auspuff tatsächlich physisch CO2 rauskommt, sondern wenn ich die Milchpackung im Supermarkt kaufe, dann hat die eine CO2, deswegen sage ich auch CO2-Bilanz, ne? Die kommt quasi auch mit einem Rucksack schon im Supermarkt an. Und viele Aspekte davon
kann ich tatsächlich tracken. Da gibt es in der Ökobilanzierung einfach Experten, die das können. Und viele Aspekte muss ich noch dazu machen. Es gibt spannende Firmen, mit denen wir auch, oder auch Startups, mit denen wir auch im Austausch sind, die sich genau mit diesem Thema befassen. Also wie können wir die CO2-Bilanzierung für Lebensmittel durchführen? Und das kann ich natürlich bis zum Werkstor relativ gut machen. Aber was nach dem Werkstor passiert, kann ich zum Beispiel nicht mehr auf eine Packung aufdrucken, ne? Weil das wäre natürlich die einfachste Lösung, dass einfach nicht nur die Lebensmittelampel auf mein Nahrungsmittel ist, sondern da auch einfach ein CO2-Informationswert drauf ist. Aber der würde natürlich nur funktionieren bis zu dem Punkt, wo das Produkt die Werkshalle oder das Fabrikgelände verlässt. Dann habe ich natürlich nochmal die Logistik, dann habe ich natürlich die Lagerung und so weiter und so fort. Die Frage also auch, was ziehe ich da alles rein? Aber es ist möglich, ne? Es ist durchaus möglich, die Daten sind da, wir können die Daten sammeln. Ein anderer spannender Bereich, und dann höre ich auch wieder auf mit meiner langen Monolog-Antwort, ein anderer spannender Bereich ist sicherlich die Digitalisierung. Ne? Also wie viel CO2 verbraucht jetzt eine Stunde YouTube schauen, wenn man da ein bisschen recherchiert dazu, kann man sehen, dass wirklich die Schätzungen unglaublich weit auseinandergehen. Die Datenlage ist dazu nach wie vor nicht so super gut, weil natürlich allein schon Rechenzentren, die Rechenzentren, Ökobilanzen für Rechenzentren aufbauen, da ist man wohl gerade erst so dran. Ist nicht mein absoluter Fachbereich, aber so habe ich mir von Fachleuten erzählen lassen. Natürlich auch nochmal die ganzen Übertragungswege, auch nochmal eine komplexe Geschichte. Also das ist sicherlich alles möglich, aber ich glaube, wir müssen es angehen. Und es ist nicht nur möglich, sondern es ist auch super spannend. Ich glaube, das ist auch was, wo wir durchaus sehr spannende Data Science Themen ransetzen können, solche Daten möglichst reliabel und valide zu erschließen. Gut, das erspart mir das Stellen der Frage, was du von CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln hältst und so. Offenbar viel. Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass hier in Bedgard gemeint wird, bildungsfern ist kein besonders cooler Begriff. Das ist sicher richtig. Ich entschuldige mich, ich habe ihn einfach abgelesen. Aber die Frage lässt sich schon stellen. Wir sind ja privilegiert. Wir haben Zeit und Geld und können uns damit auseinandersetzen. Wenn ich mir andere anschaue, die Boulot, Dodo, Metro, das ist der berühmte Scherz, die kommen nicht 5 Minuten zum Nachdenken, geschweige denn, dass sie sich wirklich Gedanken machen, wie lösen wir die Klimakrise denn als Menschheit? Das wird ja anders nicht gehen. Ja, ich bin kurz still, weil natürlich gibt es auch Punkte, wo ich auch keine Antwort mehr drauf habe, zumindest keine unmittelbare, außer dass, glaube ich, ne, wenn man weiterdenkt und wenn man einfach mal schaut, wie viele Detailherausforderungen wir dort haben, ist es eigentlich wirklich so, dass wir haben zumindest für die Zukunft, die wir uns mit dem Pariser Klimaabkommen gesetzt haben, also 1,5 Grad, nicht mehr wesentlich viel Zeit, das Ruder rumzureißen. Es ist einfach gigantisch, die Aufgabe, die vor uns steht. Und wie das in den Fragen jetzt wunderschön auch rauskommt, es sind einfach unglaublich viele Detailherausforderungen, denen wir uns dort widmen müssen. Und natürlich ist die Frage auch an vielen Stellen, kann ich mir Klimaschutz leisten? Also zum Beispiel das Elektroauto kann ich mir vielleicht nicht leisten, wobei natürlich auch die Frage ist, zum Beispiel für mich persönlich ist ein Elektroauto aktuell noch nicht wirklich sinnvoll, weil das einen Großteil der Zeit in der Garage rumstehen würde. Das heißt, die Batterie würde sich einfach, der ökologische Fußabdruck der Batterie würde sich gar nicht kompensieren lassen durch Fahrten. Das heißt, es würde erst dann lohnenswert sein, wenn ich tatsächlich Vehicle-to-Grid, also bidirektionales Laden machen würde. Auch dazu forschen wir in einem aktuellen Projekt, bauen dazu eine Energieforschungsinfrastruktur aus. Wenn das jemand interessiert, dann super gerne nochmal auch dazu eine Mail schreiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich leider auch noch keine wirklich gute Antwort, außer dass natürlich diese Antwort auch auf einer gesellschaftlichen Ebene gefunden werden muss. Und letztendlich ist ja, wenn wir den Nachhaltigkeitsgedanken hier spielen, heißt es ja auch immer ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und diese drei Aspekte zusammenzubringen. Ja, aber das ist nicht einfach. Also da fällt es mir schwer, eine einfache, schöne, konkrete Antwort zu geben, außer es zeigt uns einfach, wie groß der Forschungsbedarf in dem Bereich ist. Ich gebe zu, die war gemein. Ich habe sie ein bisschen zugespitzt. Ja, okay. Aber das führt uns zu einer anderen Frage. Wir haben uns schon zum Beispiel ganz lange auch mit Verkehr auseinandergesetzt. Und es ist nun mal so, dass solange alle zur selben Zeit in die Arbeit gehen und dabei durch die halbe Stadt fahren müssen, zum Beispiel in urbanen Gebieten, wird die U-Bahn
zur Stoßzeit immer hoffnungslos überfüllt sein und die Leute werden im Auto oder anders fahren. Und ansonsten steht die restlichen 20 Stunden am Tag ein hyperdoofes Riesending herum, kostet Geld und CO2 und kein Mensch braucht das. Wie ist denn das mit dem berühmt-berüchtigten Einfluss der Charta von Athen? Werden wir im sozialen Wohnungsbau können wir da irgendwie was dazu tun? Das steht die Frage. Da komme ich zu der, die hängt sich am sozialen Wohnungsbau auf, aber das geht ja viel weiter. Entflechtung, dass man aufhört, durch die ganze Stadt zu fahren, zu einem Arbeitsplatz. Dieses Konzept von Schlafstadt und Arbeitsstadt und Vergnügungsstadt, das ja unsäglich uns jetzt seit fast 100 Jahren verfolgt. Seid ihr da auch unterwegs in der Richtung? Das ist also, im kleinen Teil sehe ich da einen Berührungspunkt. Zum großen Teil muss ich sagen, das ist, ja, ich sehe eigentlich zwei Berührungspunkte sogar. Ich meine, das ist sozusagen diese stadtplanerischen Aspekte sind eher nicht so in unserem Fokus, wobei natürlich jetzt zwei spannende Entwicklungen dort sicherlich hoffentlich positive, nachhaltige Wirkung entfalten werden. Einmal natürlich unser aktueller Homeoffice-Trend. Also ich meine, ich bin jetzt auch, unsere Uni ist jetzt auch schon lange geschlossen. Das heißt, ich bin mit meiner Arbeitsgruppe jetzt auch schon lange am Homeoffice. Das funktioniert recht gut und ich glaube auch, dass wir da durchaus in Zukunft vielleicht noch höhere Akzeptanz haben, dass wir zumindest solche Dienstreisen, wo man sich echt fragt, okay, das kann man doch auch per Videokonferenz machen, dass wir besser Videokonferenzen machen können, obwohl das BMBF hat jetzt gerade auch wieder eine Ausschreibung rausgeschrieben für Forschungsprojekte im Bereich Mensch-Technik-Interaktion letztendlich auch Telekonferencing. Wo wir auch gerade schon ein bisschen am Brainstorming sind, weil es da aus unserer Sicht unglaublich viele spannende Fragen sind und wir aktuell da sehr, sehr engen Forschungsfokus haben, so auf Mixed Reality, Virtual Reality, obwohl eigentlich die Frage ist, ja, wie können wir die echte soziale Präsenz eines tatsächlichen Gegenübers in diese virtuelle Präsenz reinbekommen. Zum Beispiel jetzt, ne? Zum Beispiel ist ja Latenz ein Riesenproblem. Ne? Latenz killt uns jede natürliche sprachliche Interaktion. Auch dazu habe ich früher Forschung gemacht in 5G-Projekten, aber das würde jetzt auch wieder die Zeit sprengen, wenn das jemand interessiert, gerne nochmal dazu anschreiben. Oder zum Beispiel auch das Thema der auditiven Präsenz. Ne? Wie gut sind meine Kopfhörer zum Beispiel? Oder wie gut ist mein Mikrofonklang? Wie gut wird auch der Raumklang wiedergegeben? Das Problem ist ja, dass die Raumklänge der verschiedenen Gesprächsteilnehmer oft so unsynchronisiert sind, dass es sich einfach eben nicht anhört, wie im gleichen Raum zu sein. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist erstmal ein spannender Punkt, wo wir einmal noch ganz viel ermöglichen können durch bessere Technik. Und das heißt nicht unbedingt bessere VR- und AR-Technologien, sondern auch zum Beispiel eben das Thema, ja doch, schon Augmented Reality, aber eher auditive Augmented Reality. Der andere Punkt, den ich noch bringen wollte, weil jetzt der Aspekt angesprochen wurde, dieser ÖPNV von heute, der nicht besonders bedarfsgerecht ist, gibt es das auch in besser. Wir haben gerade ein Projekt, was wir hier mit dem Stadtverkehr Lübeck machen. Die haben als erste in Deutschland, glaube ich, von Clever Shuttle eine White-Label-Lösung für Ridesharing bekommen. Nennt sich hier Lümo, fährt erstmal nur nachts. Also fährt die Partygänger nach Hause und wir wollen das jetzt vom Konzept her ausbauen. Sind dafür gerade vom Bundes BMBF, also Forschungsministerium, gefördert worden, um das Konzept auszubauen. Um zu sagen, okay, wie können wir quasi Ridesharing für Randzeiten, Randbereiche, Randzonen und Randgruppen im Sinne von Personen, für die das relevanter ist, ausbauen. Also wie können wir den öffentlichen Nahverkehr bedarfsgerechter machen und so ja auch viele Leute, die wir heute mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht erreichen, einmal natürlich nicht erreichen, weil der öffentliche Nahverkehr vielleicht zu voll ist, ne, so dieses Problem, aber auch nicht erreichen. Zum Beispiel, ich bin hier gerade in Wulfsdorf. Wulfsdorf ist ein Dorf südlich von Lübeck, wunderschön, schöne Bauernhäuser und so weiter, aber wir haben am Wochenende keinen Bus und dadurch haben sehr viel mehr Leute ein Auto, als vielleicht in anderen Situationen das notwendig wäre. Also ich denke, da sind doch sehr viele spannende Entwicklungen, die wir dort verfolgen können und die auch verfolgt werden aktuell. Aber sicherlich müssen wir da auch noch an Geschwindigkeit gewinnen. Ja, wir haben uns zum Beispiel schon mal angedacht, zu verbieten, dass mehr als 1000 Leute an einem Ort gemeinsam arbeiten, einfach weil es völlig absurd ist und selbst wenn du in einem Großbüro arbeitest, du musst nicht alle 1000 jeden Tag sehen. Aber gut, das nur so am Rande. Was völlig anders, du hast vorhin über Motivation gesprochen. Nun bin ich ja nicht so der wirklich sportliche Typ, ja. Ein ordentlicher Jud gehört ins Kaffeehaus, hat das geheißen bei uns zu Hause. Also wenn schon mein Fitness-Tracker chancenlos ist, mich noch im geringsten zu motivieren,
Und wobei, also wenn ich am Tag 10.000 Schritte gehe und ich mache das ein paar Wochen lang, dann merke ich ja sehr reell, gleich hier ist es einen Unterschied, also habe ich einen Motivationsschub. Selbst wenn ich mich motiviere für CO2, dann merke ich ja nichts, außer dass die Welt halt nicht untergeht. Ja, also, ja, wo fange ich an? Also, ich gehe mal ein bisschen auf diesen Motivationsaspekt ein. Klar, ich würde auch sagen, ganz platt gesagt, Fitness-Tracker sind gescheitert, zumindest für viele Menschen. Viele Menschen erreichen sie nicht. Für viele Menschen sind sie aber auch eine super gute Assistenz für die tägliche Handlungsregulation. Ich habe mit meiner Co-Autorin Christiane Artig zwei recht spannende Paper dazu publiziert. Beim einen geht es eher sogar fast in die andere Richtung. Kann ich von meinem von meinem Fitness-Tracker abhängig werden? Und was passiert dann? Korrumpierungseffekt nennt sich das in der Psychologie. Und das andere war die Frage, okay, warum legen denn Leute eigentlich ihren Fitness-Tracker weg? Das tun ja tatsächlich viele. Also wir haben uns quasi mit dieser Ehrlich. motivationalen Dynamik beschäftigt und das psychologische Konstrukt dahinter ist ja letztendlich die Adhärenz. Ne? Also wie bekomme ich jemand erstmal in diese Verhaltensregulation hinein und wie halte ich jemanden dort? Weniger wieder im Sinne dessen manipulieren, sondern wie helfe ich jemanden dort zu bleiben? Ja, erstmal die Frage für alle Menschen, die schon immer mal zum Beispiel joggen gehen wollten oder Sport anfangen wollen, aber sagen, okay, da gibt es diesen Schweinehund, den haben wir heute auf der einen Folie auch gesehen. Da kann ich gerne nochmal auf Rückfrage ein Interview von letzten Jahr zuschicken zur Schweinehundpsychologie. Und ganz kurz zusammengefasst, viele kennen vielleicht den Begriff der intrinsischen Motivation. Ne? Ich kann extrinsisch motiviert sein, weil jemand sagt, hier, du machst das und dann belohne ich dich oder ich bin intrinsisch motiviert, weil es mir einfach Spaß macht. Was aber oft gar nicht so bekannt ist, ist, dass in der Theorie gibt es verschiedene Zwischenstufen. Ich komme quasi von der extrinsischen Regulation, kann ich zur introjizierten bekommen, dann tue ich etwas nicht, um Belohnung, Bestrafung zu entgehen oder zu bekommen, sondern eher um Schuld und Scham zu vermeiden. Ne? So zum Beispiel, okay, es wäre mir echt peinlich, wenn ich jetzt schon wieder aufhören würde, joggen zu gehen. Oder dann die identifizierte und die integrierte Regulation. Also sie kann quasi Menschen helfen, von dieser extrinsischen Motivation Stück für Stück hin zu einer intrinsischen Motivation zu kommen und so eine Leiter zu bauen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und mich wundert es auch, dass oftmals viele dieser Tracking-Tools quasi die Reichhaltigkeit des motivationspsychologischen Wissens, die uns ja eigentlich zur Verfügung steht, noch nicht vollkommen ausnutzen. Ne? Viele stellen sich auch Gamification vor als, okay, dann müssen wir den Menschen belohnen und vielleicht sogar noch finanzielle Incentives bringen. Aber es gibt kraftvolle andere Motivatoren, die vielleicht auch weniger sich anfühlen als eine Manipulation. Ja, damit kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch eine gemeine Frage. Die habe ich hier aus dem Pad. Muss man mal nachschauen, wo das steht. Denn im Pad steht, ich halte das ja für durchaus möglich, dass der Begriff des Klimaschutz, Verzeihung, des CO2-Fußabdrucks von einer PR-Firma für die British Petroleum erfunden wurde 2005. Also, Beeinflusst der das deine CO2-Fußabdruck Wahrnehmung der ist individuellen zumindest, Verantwortung? soweit ich das nachvollziehe, in der heutigen wissenschaftlichen Debatte relativ verbreitet. Daher würde ich mir um seine Quelle und seinen Ursprung nicht so viel Gedanken machen, weil ich ihn nach wie vor, na, wenn ich jetzt einfach sage, okay, CO2, sag mal, ich würde das erste Mal CO2-Fußabdruck hören, sozusagen, egal womit er vorbelastet ist, dieser Begriff, dann würde ich sagen, okay, der bringt es eigentlich relativ gut auf den Punkt, weil was wir brauchen ist, wir brauchen für die Handlungsregulation, wir brauchen Metaphern. Und wir brauchen irgendwas, was uns das fassbar macht. Und natürlich den Abdruck, den ich hinterlasse, während ich mich bewege, ne, während ich sozusagen durch mein Leben gehe, das ist erstmal eine relativ schöne Metapher, die ich benutzen kann. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was steckt denn in diesem CO2-Fußabdruck drin? Carbon Footprint, ne? Und das ist halt das Wissen der Ökobilanzierer. Und Ökobilanzierung ist ein ganzer Wissenschaftszweig, auch super spannend. Und da gibt es ja auch sogar DIN- und ISO-Normen, nachdem man dort verfährt. Von daher würde ich, weiß ich eigentlich auch gar nicht so richtig, worauf die Frage abzielt. Würde aber sagen, manche Begriffe haben vielleicht eine gewisse Vorbelastung, dann denken wir sie doch einfach frisch. Ich sehe die Vorbelastung bei dem Begriff jetzt aber eigentlich nicht so wahnsinnig kritisch. Ich muss dir dazu gestehen, ich auch nicht.
Denn erstens mal weiß ich von British Petroleum, dass sie sich sehr daran interessieren, sich neu auszurichten. Und außerdem, die sind ja nicht doof, die Jungs. Die wissen, dass sie müssen irgendwann einmal. Und es wird passieren. Die machen halt so lange es nur irgendwie geht und dann geht es einfach nicht mehr. Und dann müssen sie was anderes, dann müssen sie einen Plan B schon in petto haben. Also ich finde das nicht so unhonorig, dass sich gerade Energiekonzerne mit CO2-Fußabdruck beschäftigen oder so. However, es ist jetzt 10 vor 11 oder 10 vor 23 Uhr und wir bedürfen uns mal ganz herzlich bedanken bei dir. Das war sehr toll. Und Ja, hier vielen ist der Dank, dass ich große dabei war. Applaus, der Danke dir. virtuelle, als Schnittmarke. Ciao. Und ja, ich danke dir und ich danke all, die dabei waren.